Nicht kreuzen. Ach, erschreck mich doch nicht so hier. Ja, nur Unsinn im Kopf. Mahlzeit, ihr Lieben. Mahlzeit. Ein bisschen Spaß muss sein. Genau. Ja, wir sind mehrfach gefragt worden, was wir denn da so für tolle Lichter haben bei den letzten Bildern, die wir so gezeigt haben bei Instagram. Und da haben wir gedacht, wir zeigen euch doch unsere Errungenschaft. Und zwar sind das die LED-Stripes von Godox. Die TL120. Ja, so heißen sie. Warum 120? Weil sie 1,20 Meter lang sind. Ganz einfach. Genau. Aber weiter geht's nach dem Intro. So, da sind wir wieder mit den Dingerchen. Ach ja, angefangen hat alles im letzten Jahr auf der Fotopia. Boah, genau. Das hat sich gereimt. Nein, wir waren dort mehrfach an diesem schönen Godox-Stand vorbeigelaufen und haben dann da gesehen, wie die Larissa mit diesen wunderschönen Lichtröhren performt hat und die Leute haben Bilder gemacht. Und da kam dann sofort, hey, mach doch auch mal ein Bild. Ja, und dann wollte ich die Dinger natürlich haben. Ne? Dann haben wir uns natürlich schlau gemacht. Dann waren wir mal bei Calumet am Stand und er sagt zu uns, ja, das gesamte Set kostet irgendwie 1500, keine Ahnung. Da ist mir dann die Kinnlade runtergefallen. Ich sag dazu nichts mehr. Ja, und dann war das erstmal wieder vorbei. Und dann sagte dann der Mensch, der liebe, nette Mensch, der da stand, ja, ich empfehle meinen Kunden, mit einer Röhre anzufangen. Und da habe ich gesagt, nee, was soll ich mit einer Röhre? Ne? Also ich möchte schon da verschiedene Ideen dann umsetzen und nicht nur ein Bild mitmachen. Ute meinte dann auch, ja, ein bisschen teuer für ein Bild. Ich sage, nein, ich habe jetzt schon viele Ideen. Und das geht aber nur mit vier Röhren. Genau. Auf jeden Fall haben wir uns das mehrfach dort angeschaut. Und jetzt können wir uns selber einen Röhrenfernseher bauen, weil jetzt haben wir vier. Der hat heute einen Clown gefrühstückt, glaube ich. Nee, das war dein Frühstück. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Eigentlich wollte ich noch sagen, dass wir dann erstmal die Sache wieder ja, aus dem Kopf hatten. Die Messe haben wir dann genossen. Aber als ich zu Hause war, fing das wieder an. Ich habe dann die Videos gesehen, habe auch das Fotopia-Video geschnitten. Und ich sage, boah, irgendwie hätte ich die gern. Ja, dann habe ich noch mal im Internet ein bisschen geschaut. Und wer sagt's denn? Gab's dann dieses komplette Vierer-Set bei Leistenschneider, ich glaube für 1167 Euro. Ist natürlich auch noch verdammt viel Geld, aber ich sage, ich möchte sie einfach haben. Es gibt sie immer noch für 1168 oder so, habe ich gesehen die Tage. Ja, mag sein, aber ist natürlich trotzdem viel Geld, aber die Teile machen echt mega viel Spaß. Also wir haben jetzt schon, ich glaube, 4 oder 5 Shootings gehabt, wo wir sie eingesetzt haben. Haben also auch mal nur mit 3 gearbeitet, mal alle 4. Wir haben sie unter die Decke gehängt. Ja, wir haben ja hier so eine schöne Kassettendecke. Die sieht man jetzt gerade nicht für euch, aber hier die Backup-Kamera, die sieht das. Und da kann man so nett hier so eine Platte mal rausnehmen. Das hat sich gerade nett angehört. So hört sich das immer an, wenn ich die Platte rausnehme. Mhm. Und dann haben wir so schöne S-Haken und dann gibt es hier so eine Metallschlaufe mit einer Öse. Das kann man festmachen und dann kann man die so schön zack unter der Decke einhaken. Richtig, das haben wir auch. Oder wir zeigen es euch einfach mal. Oder vielleicht läuft es gerade parallel so. Ja, wir haben es, glaube ich, schon mal in einem Filmchen festgehalten. Ja, dann kann man die also da sehr schön nutzen. Man kann sie dann so gerade hinhängen. Wir zeigen euch immer wieder mal Bilder, die ich jetzt einblende, wo man sie gerade hinhängen kann. Dann, wir haben sie vorne hin weiter auseinander und hinten ein bisschen enger, damit es ein bisschen Perspektive dann bringt. Gekreuzt. Haken genommen, genau. Sie dann schräg hingehangen, sodass man, oder andersrum, da haben wir dann so ein V gemacht. Ein V? Ja. So? Nee. So. So. So? So, und dann. Das ist aber ein schräges V. Ja, dann eben ein Dreieck. Ist ja auch egal. Gib mir daher, du kannst das nicht. Ja, ihr seht es ja aber im Bild, was ich da jetzt einblende. Und ja, man kann verdammt viel machen. Schön ist natürlich auch, wenn man Modelle hat, wie jetzt zum Beispiel auch Leni, die da super viel gerne mit rumspielt. Wir haben verschiedene Farben dann ausprobiert. Und auch Laura hat
Und ja, Amelie hat auch voll performt mit den Röhren. Ja, also da haben wir auch schon, ne, oder man kann so hier so in die Tiefe. Ne, so. Und mit Nicole haben wir auch ein bisschen kreativ gemacht, mit Spiegel und so. Richtig, ja, ich erinnere mich, genau. Und mit der anderen Laura, mit der Olivia haben wir auch Bilder gemacht. Olivia, genau. Ja, da haben wir dann noch so eine Aluminium-Rettungsdecke im Hintergrund gehabt. Die lag hier auch noch so rum, haben wir dann mal genutzt. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, die Röhren lohnen sich wirklich total. Also im Moment sind sie auf 1% eingestellt. Das Schöne ist auch, man kann sie über eine App steuern. Warte mal eben. Ich laufe mal eben aus dem Bild und wieder rein. Ich nehme das mal so lange. Ja, also es gibt hier auch so eine schöne App und da kann man dann, ich weiß jetzt nicht, ich mache das jetzt hier mit dem Handy dann mal. Mal gucken, ob ich das so eingeblendet kriege gleich. So, auf jeden Fall habe ich dann hier alle vier, die ich habe, haben also unterschiedliche Bezeichnungen. Ich habe dann nochmal so einen Aufkleber drauf gemacht und dann erkenne ich nämlich auch, mit welchem ich gerade hier zugange bin. Jetzt habe ich mir gerade den blauen ausgewählt und ich bin bei einer Intensität von 1. Und ich gehe jetzt mal hoch. Wumms. Jetzt bin ich bei 100. Der blaue Klaus, Tom. Genau. Also die Dinger haben echt unheimlich viel Leistung. Ich kann sie in 100.000 verschiedene Farben hier, entweder hier. 100.000? Boah. Ich glaube sogar mehr, ne? HSI, also gelb, lila, magenta, orange, grün, rot, RGB-Farben, Farbtemperaturen ändern. Blitz, Blitz. Ja. Color Filter kann ich auch hier nutzen. Also ja, unendliche Möglichkeiten. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder auf Stufe 1 gegangen, damit sie nicht zu hell sind gerade. Und ja, sie machen einfach viel Spaß. Und ich kann jeden einzeln steuern oder ich kann sie als Gesamtgruppe steuern. Dass und alle weißt du, was ich daran irgendwie total faszinierend finde? Ich habe noch nie gesehen, wie du die Dinger lädst. Irgendwie haben die total super lang haltenden Akku. Aber was jetzt auch noch interessant ist oder was irgendwo fast essentiell ist, bei nahezu allen Bildern haben wir einen Mistfilter drauf. Und zwar in der Regel auch den Viertel-Mistfilter, damit also auch dieses Licht, also diese Streuung dementsprechend auch da ist. Du kannst ja jetzt mal hingehen und den Mistfilter aufschrauben. Den habe ich nicht mit, der ist drüben. Ach, ja. Ja, dann aber ihr seht es ja auf den Bildern. Also da sieht man richtig diesen Schein um dieses... Ich habe gar nicht vorbereitet. Um dieses Gerät und ja, aber wirklich mega, machen sehr, sehr viel Spaß. Ja, weiß ich nicht, gibt es noch mehr dazu zu sagen? Ich habe hier also auch so Löcher und im Set mit integriert sind dann so ich hol das mal. Drähte. So, ja, das ist das Metallschlaufending. Ich weiß nicht, ich führe das vielleicht hier vor. Ich glaube, das geht auch nicht. Das geht auch nicht? Wieso nicht? Nö, wahrscheinlich schält er da nicht scharf. Aha. Aber wir blenden es gleich mal ein, denke ich. Macht nichts. Auf jeden Fall lässt sich diese Metallöse hier durch die Schlaufe ziehen. Oder die, und festmachen dann, und dann kann man sie so... Kann man das einfach über ein Gewinde festdrehen und dann hat man die Möglichkeit, sie zu hängen. Ja, man kann sie aber auch auf ein Ständerwerk hängen, ne? Also wenn man jetzt nicht gerade so wie wir niedrige Decken hat und sie dann mit dem S-Haken hinhängt, kann man sie auch auf dem Ständerwerk hängen. Und was dabei ist, ist noch hier dieser Kunststoffclip. Kann man hier einfach drumherum klippen. Nicht kaputt machen. Drumherum klippen. So, Clip. Und da sind Gewinde dran hinten, sodass man die dann eben auch auf einen Stativ oder auf so einen Drei-Wege-Neiger, den wir auch mal eben zeigen können, wenn du mit dem Kopf nicht direkt ins Objektiv rennst. Ach so. Genau. Ich denke, zur Demonstration reicht das, das hält. Und dann kann man das hier bewegen. Und was Ute gerade, sie hat da gerade so, warte mal, gib mal her. Jetzt nehme ich den mal, jetzt nimmst du den. So. Sie hat nämlich gerade auch mal so demonstriert hier, so. Ne? Auch sowas haben wir gemacht. Mit Leni blenden wir gleich mal ein. Und zwar Langzeitbelichtung. Wir haben einfach die Kamera auf ein Stativ gestellt. Leni hat dann für, ich glaube, 2 bis 5 Sekunden irgendwie mal stillgehalten. Und das hat dann auch nochmal einen super Effekt gegeben. Also wirklich sehr, sehr vielfältig. Wir werden auch noch weitere Ideen umsetzen mit den Röhren.
wirklich klasse. Ja, wir sind auch noch nicht fertig damit. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir sie auch mal outdoor benutzen. Mit Sicherheit. Tja. Aber irgendwie ist mir das noch zu kalt im Moment. Ja, die Autosaison hat Autosaison hat noch nicht begonnen. Die Cabrio-Saison auch noch nicht, nö. Aber ich denke, wir sollen den nicht kreuzen. Lass mich doch ein bisschen spielen. Genug gespielt. So, habt noch einen schönen Sonntag und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, gerne. Ansonsten bis zum nächsten Video. Übrigens, ja, im Moment haben wir wenig Porträt-Shootings, weil... Naja, die Outdoor-Saison hat eben noch nicht gestartet. Ja. Und wenn sie startet, dann nehmen wir euch wieder mit nach draußen. Ja, was wir auf jeden Fall dieses Jahr mal machen, beziehungsweise Ute weiß das noch nicht, sie hat zwar gesagt, wir nehmen die Röhren mit, aber wir werden auf jeden Fall mal ein Outdoor-Shooting-Begleitung mit Blitz machen. Da müssen wir noch mehr schleppen, aber egal. Ich will einen Bollerwagen. Schönen Sonntag. Mein Wunsch für dieses Jahr in der Outdoor-Saison, ein Bollerwagen. Ach, bitte. Du hast ja bald Geburtstag. Juhu, ich kriege einen Bollerwagen zum Geburtstag. Yeah. Tschüss. Ciao. So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you what I want. So call me up, baby. Together we can go crazy. You're keeping up with steps I take, so we just dance alone. Yeah, we dance like no one's watching. So call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy.